Bayerns Ministerpräsident Markus Söder belässt seinen Vize Hubert Aiwanger trotz zahlreicher Vorwürfe in der Affäre um ein antisemitisches Flugblatt aus Schulzeiten im Amt. Das erklärte der CSU-Politiker am Sonntag auf einer Pressekonferenz in München. Bayerns SPD-Chef Florian von Brunn zeigte sich entrüstet über diese Entscheidung. Dass die CSU unter Markus Söder einen aktiven Rechtspopulisten und früher auch rechtsradikal tätigen Aktivisten als Stellvertreter in der Regierung akzeptiert, ist ein negativer Höhepunkt in der Geschichte von Nachkriegsdeutschland, teilte der SPD-Spitzenkandidat für die Landtagswahl am Sonntag mit. Es sei ein trauriger Tag für das Ansehen von Bayern in Deutschland und der Welt, so von Brunn. So jemand ist kein Stellvertreter, sondern eine Schande Bayerns, kritisierte der SPD-Politiker weiter. Söder hatte seine Entscheidung unter anderem damit begründet, dass eine Entlassung aus seiner Sicht nicht verhältnismäßig wäre.